Recht herzlich willkommen zur 170. Folge von Simotrans. Ja, wir sind wieder in der Strecke, auf der Strecke und wollten schauen, wie sich die Zahlen entwickeln. Der muss ja bald hier schon sein, dann der andere, oder? Da kommt er schon. Der hatte die 156. Jetzt müssen wir ganz schnell noch nach oben gucken. Vielleicht kriegen wir den anderen auch noch gerade. Wo ist unsere Stadt? Da. Wo ist der Zug? Da ist er schon und er fährt wieder zurück. Ich habe den zu spät erwischt. Mit 133 und der mit 311. Er hat jetzt 4000 weniger, glaube ich. Und der, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das ist ähnlich, ne? Aber es ist zu wenig hier. So, was machte man da? Wenn wir da jetzt eine Pause reinbauen, ist das sehr schlecht, denke ich mal. Oder? Eine Zeitpause würde vielleicht funktionieren. Auf der Linie. Aber wenn du voll kannst du nicht fahren lassen, dann sind sie nicht versetzt am Fahren. Da müssen wir genau überlegen, was wir da machen. Fernzug Döbeln oder Löffzell. Jetzt müssen wir gerade gucken, Döbeln Sondershausen. Ist das der? Ja. Linie ändern. Du kannst nur 100% und maximal Mindestwartezeit. Wenn es synchron wäre, ne, dann hätte ich ja gesagt, alles ist gut. 1% haben sie immer. Warte mal, wir machen das andersrum. Das ist ein Monat. Das sind 15 Tage. Das sind ungefähr 7,5 Tage. Das sind 7,5, dann die Hälfte sind 4 Tage, sagen wir mal. Das werde er 2 Tage warten dort. Und hier. Sechzehn war das dann, ne? Ja, machen wir so, oder? Beide Züge warten dann da für diese Zeit. Wenn sie weniger wie 1% haben erstmal, dann müssten also sofort weiterfahren, oder? Das checken wir mal. Ja, das wird so sein. Hier kriegen wir das nicht hin, ne, oder? Nein, die fahren in diese Richtung dann auf. Hier stehen sie Schlange nachher. Das bringt's uns dann nicht wirklich, oder? Auf der anderen Seite bringt's uns das auch nicht, wenn sie Flair fahren. Hier 161 eben. Ja, müssen wir gerade mal gucken. Hier treffen sie sich eigentlich, oder? Nee, war nicht hier, oder? Nein, das ist schon vorbei. Hat er nicht eben 300 noch 11 gehabt, oder was? Bin ich jetzt... Ach, der schon, ne, das war ja schon wieder der andere. Alles klar, das war eben der mit den 311, der schon wieder auf dem Rückweg ist, genau. Passt schon. Ja, was macht man, ne? Wir können natürlich auch einen langsameren Zug nehmen. Den können wir auch einen günstigeren nehmen. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? Bei 156, das ist mehr geworden dann, ne? Ja. Wir fahren auch Post, ne?
Ja, lohnt aber nicht. Ich glaube, wir gehen mal in den Lokschuppen gleich rein und überlegen uns, was wir da machen. Gucken da nochmal rein, was da gibt. Oder wir legen einen still. Also der ist ja sofort schon mal durchgefahren, ne? Und das war klar. Ist jetzt die Überlegung, was wir dann tun werden. Da treppen sie sich gerade. Schwere Überlegungen sind das jetzt, die wir da tätigen müssen, ne? Verfolgen, ja. So. Was machen wir? Gute Frage, ne? So, da gehen wir, steigen wir aus, wir steigen hier ein. Passagierzüge. Sind das hier? ET91. So, hier haben wir 120. Er fährt auch 200. ET403, kopfelektrisch. Der war letztens, glaube ich, noch nicht da, kann er sein? Dann geht keine Post mit, ne? Was haben wir hier? 120, hier haben wir 80. Da haben wir 110, 120, also 297, 3. Ist das ein ganzer Zug? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, ne? Die vier Teile. Ist das der Schluss? Steht das irgendwo? Speisewagen. Hier ist der Schluss. Das bedeutet 45, 96. Warte mal, 45. Warte, eine ist 42. Also 90, 141 und 42. 141, 183. Können wir den vielleicht noch mal reinnehmen? 183. 183 und noch mal Mittelwagen 51. Sind wir bei 200, rundweg 230. Ja. 286, 297. Die möchte ich jetzt hier nicht haben. Gehen wir weg hier. Das. Passagierzüge. Elektrotraktion. Loks. Wo ist denn die E-Lok jetzt? Ist sie schon ausgemustert? Die schon ausgemustert, oder? Beziehungsweise, was haben wir denn jetzt hier für Geschwindigkeiten? 160. Hundertfünfzig, 120. Keine 200er mehr da. Hat sich erledigt. In der Zwischenzeit. Können wir jetzt auch gar nicht sehen, aber wir sehen ja da. 26,45. So, wenn wir das hier zusammenrechnen, was kommen wir da? Sagen wir mal 3, 6, 9, 12, 15. Ja, 420 Passagiere, dann kannst du den Zug auch noch ein bisschen länger machen, ne? Komm, zack.
Mittelwagen, Speisewagen, Mittelwagen und Schlusswagen. Wie viel haben wir jetzt, wie viele Leute? Kann man das gerade sehen irgendwo? Gesamtkapazität sehe ich nirgendwo. 12 ist hier. Doch da 189 plus. Machen wir so, 240, dann sind wir mit dem bei 300 rundweg, 285. Ich glaube, es ist zu wenig. Aber mehr kann er auch nicht, da ist schon gleich. Ich nur einen mehr nehme, ne? Dann den Schlusswagen, nö, geht noch, ist noch grün. Fährt noch 200, ich dachte, es wäre schon soweit. Wie viel haben wir jetzt Passagiere? 336, 7, 21. Wir sind 5 Euro Kilometer weniger. Haben aber auch weniger Kapazität. Aber momentan die Zahlen würden dafür sprechen, dass es passt. So, dann Döbeln, Sondershausen und kopieren. Und ich weiß nicht, wo sie gerade sind. Wir starten erstmal ein. Der fährt nach da hinten raus. Machen hier nicht laden. Und da auch. Ne, den machen wir laden, den nicht laden. Der kann gleich ins Depot fahren. Bei dem müssen wir gleich flott sein, dass wir den, ne? Da steckt ein Zug fest, super, oder? Wenn der andere durch ist, müssen wir den starten und müssen wir gleich abfangen, dass er wieder andersrum fährt, ne? Gucken, dass wir es hinkriegen. Da kommt er. Fährt natürlich da rein. Das heißt, wir können den sowieso schon starten. Machen schnell eine Pause. Jetzt haben wir noch einen falschen Knopf gedrückt. Super, der war cool, oder? So, jetzt haben wir den. Sondershausen. Und der dreht jetzt. Ich hoffe, der schafft das hier noch zu drehen. Das kann zu. Der fährt zum Depot. Der ist da oben, ne? Ja, der bleibt. Der kommt auf jeden Fall auf Nichtladen und der kommt zum Depot. Das passt. Und den verfolgen wir gerade und gucken, ob das klappt. Der wartet auf irgendeinen Zug. Super, oder? Nee, er dreht. Wunderbar, weil der andere gerade ins Depot gefahren ist. Dann passt's ja. Gut. Der ist auch im Depot gelandet. Jetzt können wir den mal schließen und brauchen den noch. So, Fahrplan, Stopp. Ach so, der ist schon da, der Fahrplan offen. Der fährt jetzt gerade rein. Das bedeutet, jetzt kann der schon losfahren wieder. Genau, jetzt haben wir ungefähr synchron. Der macht nicht laden. Ich hoffe, der hält den jetzt nicht auf. Er sieht doch gut aus, oder? Da kommt der andere. Die sind auf jeden Fall beieinander vorbei. Der schmeißt jetzt seine Fahrgäste raus, die 410 natürlich sind, ist klar, ne?
So, der entlädt jetzt. Und kommt dann ins Depot. Wunderbar. Dann hat der Wechsel hier geklappt. Den sind wir los. Das können wir schließen. Gerade. Machen wir den noch. Den sind wir auch los. Da können wir alles verkaufen. Machen wir mal anders. So, die beiden fahren jetzt. Jetzt müssen wir uns um diese Lok kümmern. Die ist blockiert. Ja, warum ist die blockiert? Die ist immer blockiert, oder? Ist das jetzt so rum richtig? Ne, dann fährt sie zum Stahlwerk. Sie soll nicht zum Stahlwerk fahren, sie soll hier bleiben. Fährt aber wahrscheinlich irgendwo in einen anderen. Na, jetzt passt's ja. Die kann dann also getrost. Die sind alle blockiert. Sehr schön, oder? Wenn die doch alle blockiert sind, ne? Maschine, Stahl, Schrott. Kohle, Stahlwerk West. Und der letzte. Habe ich den auch noch irgendwo auf Schirm? Ach, dahinter. Kohlezeche. Ne, sind drei verschiedene Loks. Dann ist das so. Die stecken alle fest, blockiert. Warum? Keine Ahnung. Fahrplan. Lass mal fahren und gehen wir wieder rückwärts. Dann dreht er sich auch nicht wieder um gleich. Aber jetzt ist er nicht mehr blockiert, ne? Wegen wartend. Der ist ja irgendwo offen. So, fahr da wieder rein und sei nicht blockiert. Ist aber trotzdem blockiert, oder? Der dreht jetzt nicht um, oder was? Passt. Der ist offen. Na, jetzt lasse einfach alle mal fahren und alles ist gut, oder? Irgendwas klappt dann schon. So. Jetzt fahren sie alle. Ja, der ist nicht voll, der ist auch nicht voll, läuft also. Wo steht er? Achso, er steht da. Alles gut. Können wir so lassen. Bleibt erstmal. Ja, 336 Passagiere fahren da jetzt hin und her, ne? Wir machen miese, der 5, der 9. Der war zuerst den langen Weg gefahren, der den kurzen Weg. Deswegen diese Differenz. Und dann müssen wir gucken, wie es wird, oder? Keine Ahnung, wer gerade wo ist. Ich glaube, die sind gerade aneinander vorbei. Hier müsste schon gleich der Bahnhof kommen, oder? Da ist er dann.
So, 5 weniger. Da auch. Streckenkilometer sind billiger geworden. Läuft, oder? Vielleicht hätten wir den Zug kürzer machen müssen und Vierer. Wäre auch noch eine Idee gewesen, ne? Höhere Frequenz, dadurch mehr Fahrgäste vielleicht. Weil wenn häufiger fährt, vielleicht besser, oder? Keiner von beiden voll. Tja. Schwieriges Ding. Müssen wir noch mal genau überlegen, was wir da tun. Vielleicht doch ändern, vielleicht noch einen Zug draufsetzen mit rein und dann wirklich mit Vollladen warten. Kleinere Züge, die werden auf jeden Fall voll. Wäre das, ne? Also Zugfahrzeug. Ah, das ist der Mittelwagen, ne? Das ist der Speisewagen. Ne, das ist nicht der Speisewagen, das war das Ender. Das ist der Speisewagen, das ist das Ender. Wir gehen rein, 183. Vielleicht so machen. Döbeln Sonderhausen. Lassen wir fahren. Der wird jetzt nicht voll. Ach, der fährt jetzt auch in die andere Richtung. Das ist ganz schlecht. Fahrplan. Schnell umdrehen. Kriegst du das noch hin? Nee, ne? Doch, macht er. Den. Ah, der wartet jetzt, bis der andere weg ist. Okay. Den machen wir aber nicht laden und holen den gleich ins Depot rein. Und dann machen wir den kleiner. Der andere ist beim Bahnhof angekommen und dieser fährt los. Dann passt die Taktung von den beiden. Ja, eigentlich. Da kommt er. So, 204 Leute ausgestiegen und zum Depot bitte einmal. Jetzt dreht er da um, fährt ins Depot. Da ist er. Wir wollen den Schlusswagen. Das ist Mittelwagen, oder? Da unten kann ich das sehen, okay. Speisewagen, so. Und starten. Und abfangen. Fahrplan drehen. Warum nicht, hat es noch geklappt? Ja, hat es wohl. So, jetzt fährt er mit wie viel los? Dann können wir die Linie nochmal aufmachen, den anderen noch reinholen. So, 183, die beide alle, der 291. Linie weg. Der kriegt das nicht laden. Lassen wir gerade schneller, na, da war er schon. Zack, zum Depot. Der hat nur 91. Und der ist im Depot gelandet. Kurz anarbeiten. Mittelwagen, 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 Speisewagen, Mittelwagen. Und bisschen weg. Starten. Fahrplan. Umdrehen. Läuft. Das zu.
Er holt jetzt hier Leute ab. Und zwar wie viel? 183. So, er ist jetzt der Nächste, der reinkommt, oder? Ja, müssen wir gucken. Da ist jetzt der Dingens. Passt. Haben sich jetzt gekreuzt. So. Wieder zwei Leute geladen. Das ist natürlich Hammer, oder? Da ist was überfüllt. So, er kommt an mit 91 Passagieren und lädt wie viel auf? Wieder 183, oder? Nee, 151. So. 183. Ich lass mal schneller laufen. So, er hat jetzt wieder 183, der vorher hatte 151. Der andere hat 183. Was hat er jetzt? Nimmt er jetzt mit? Das ist der jetzt. 183, 183, 183. Alle sind voll. Er wartet aber irgendwo auf den Gegenverkehr. Oder im Bahnhof nicht reinkommt, oder was? Ich sag jetzt nicht, das ist hier vorne irgendwo. Das wäre echt blöd, ne? Wo wartet denn? Hat denn wer gewartet? Keine Ahnung. Das bedeutet, wir müssen die Strecke nochmal optimieren mit Signalen und Kreuzen. Erweichen und sowas. Zu wenig Signale wahrscheinlich drauf. Machen wir aber alles in der nächsten Folge, denke ich. Wir machen jetzt hier erst den Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Habt ihr noch kein Abo? Dann macht mal eins. Ne? Kostet nix. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und ja, des Weiteren macht euch die Glocke an, dann verpasst ihr keine Folge. 183, 183, 183 steht hier gerade alle voll. Müssen wir vielleicht sogar überlegen, noch einen draufzusetzen. Müssen wir dann mal schauen. Weiß ich noch nicht. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.